Hallo, meine Lieben. Ich wollte euch gerne einmal das Futter, was ich von den Lebensfutterspezialist mitbestellt habe, diesen Noblian Shot. Werbung selbst bezahlt. Das gab es gratis dazu. Und ich habe es mal ausprobiert und bin sehr begeistert. Ich möchte euch jetzt aber erstmal mein Setup zeigen. Nicht wundern, das ist halt so dreckig, weil das Salzwasser ist und sobald man da ein bisschen drauf tropft. Ihr kennt es ja wahrscheinlich. Ja, also die Artemia-Schale ist bei mir schon bestimmt 5 Jahre im Betrieb, deswegen sieht die auch schon ganz abgerockt aus. Und ich habe sie ein bisschen getunt, wenn man das so sagen darf. Also ihr seht, die ist schon ein bisschen verbogen. Man hat hier so einen Deckel, der ist so als Schutz. Und man kann, hat hier so ein Open und Close, das irgendwie dann, dass man das dann abgießen kann. Ich habe mir dieses Loch aber zunutze gemacht, wie ihr seht. Ich habe hier noch einen Luftschlauch dran gemacht. Weil, wie man ja weiß, Artemia schlüpfen bei Luft besonders gut. Genau, und ich mache mindestens einmal täglich hier einmal den Kreis, dass auch alle möglichen Eier hier genug Luft bekommen. Es klappt auch ohne diese Luft zuvor, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann noch mehr Schlupfrate gibt. Und den habe ich dann einfach hier durch dieses Ausgießloch reingesteckt und kann dann das alles ganz normal zumachen. Ihr seht, hier ist ein bisschen Entengrütze drin. Das liegt daran, weil ich das Wasser aus meinem normalen Aquarium benutze. Das ist jetzt Tipp Nummer 2. Nehmt Aquarienwasser. Ich habe festgestellt, da schlüpfen die Tiere besser. Dann ist diese Schale in mehrere Ringe aufgeteilt. Normalerweise kommt noch so ein weißes Teil drauf, dass die Artemia Noblien hier so durchschwimmen müssen zum Licht hin. Habe ich jetzt aber weggelassen, wegen diesem Luftschlauch. Dann ist noch dabei so ein kleines Netzteil, wo man dann die Artemia raussammeln kann. Und wenn man genau hinsieht, sieht man es hier auch schon überall fleißig wackeln. Seht ihr da wahrscheinlich? Da sind überall Noblien und ihr seht, das sind schon enorm viele. Die sind alle in den letzten 24 Stunden geschlüpft. Ich habe das gestern Abend erst angesetzt. Und um die dann zu benutzen, steckt man das hier einfach in die Mitte rein. Ich wirbel das dann immer noch ein bisschen auf, dass da unten drunter nichts ist. Obwohl hier so ein. Ja, da können die dann rausschwimmen. Ihr habt hier auch an der Seite so eine Linie, wo dann die 500 Milliliter circa abgemessen werden können. Also ich benutze gar kein Messer mehr, um das abzumessen, das Wasser. Kommt natürlich auch darauf an, was für Eier und so weiter ihr habt. Genau, dann kommt der Deckel einfach drauf und entweder wie ich habe hier eine Lichtquelle. Oder wenn ihr es schneller haben wollt, dann setzt ihr einfach ein Licht oben drauf, zum Beispiel Handy oder sowas. Benutze ich immer einfach schnell. Und die Tiere sind so gepolt, dass sie vom Licht angezogen werden. Und ihr seht schon, hier bewegen sich schon ganz viele Tiere zum Licht. Und ich brauche jetzt wirklich nicht lange warten, um eine gute Menge für meine Jungtiere hier zu haben. Was ich noch euch empfehlen kann, ist, die entweder hier auf so eine warme Oberfläche zu stellen. Hier ist jetzt die noch so eine Halogenlampe drin. Oder ich habe sie jetzt hier auf meiner Heizmatte stehen. Weil da ist noch ein bisschen Platz und da passt die genau hin. So wird nämlich das Wasser auch aufgeheizt, was auch den Schlupf begünstigt. Manche heizen auch nur mit Licht. Wenn man eine Halogenlampe daneben stellt, wird es auch warm genug. Genau, und jetzt haben wir wirklich nur ein paar Sekunden gewartet. Und ich zeige euch jetzt noch einmal kurz, wie man das verfüttert. Man nimmt dann einfach das raus, lässt es abtropfen. Jetzt kann man die Tiere nochmal spülen. In meinem Fall mache ich das nicht. Ich habe das noch nie gemacht.
Das könnt ihr aber sehen, wie ihr wollt. Dann setze ich das hier einfach rein. Und habe jetzt hier eine gute Menge an Futtertieren für meine Beta-Babys. Und das sind jetzt Simplex-Babys. Und wenn ihr jetzt schaut, ah, hier, die stürzen sich auf die Artemia Nauplien. Das Gute ist an Artemia Nauplien, dass sie lange beweglich bleiben im Süßwasser, also lange für die Jungtiere sichtbar. Das Problem ist, wenn die noch so klein sind, dass die nur auf sich bewegende Objekte gehen. Deswegen braucht ihr auch in den ersten Wochen kein Trockenfutter zu geben, weil das bringt ihr nichts. Das verschmutzt nur euer Wasser. Genau. Jetzt fressen die das ganz entspannt. Und ich wollte euch noch in diesem Zuge zeigen, was ich sonst immer benutze. Und zwar benutze ich meistens dieses hier von JBL, Artemio Mix. Da ist ein Deckel drauf zum Schutz. Und hier ist das Salz schon gemixt mit dem Artemias. Und dann braucht ihr, glaube ich, 2 Löffel auf 500 Milliliter. Das Gute an diesem ist, dass ihr halt die Menge variieren könnt, je nachdem, wie viel Wasser ihr habt. Aber da in der Schale sowieso immer nur 500 Milliliter sind, reicht auch was anderes. Hier ist allerdings der Fall, dass weniger Eier drin sind jetzt als bei diesem Shot vom Dominik. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch weiterhin kaufen. Ja, und jetzt hatte ich das gerade wieder reingetan und kann schon wieder hier nach 20 Sekunden die nächste Portion entnehmen. Und kann die jetzt hier an die anderen Jungtiere verfüttern. Und so kann ich mehrmals brutal kleine Mengen verfüttern und habe den Vorteil, dass die Tiere sich nicht überfressen und genügend Futtertiere im Wasser landen, um auch alle satt zu bekommen für eine kurze Zeit. Das Wichtige bei dem Kampffisch-Baby füttern ist nämlich, dass man mehrmals pro Tag füttert und nicht nur einmal eine große Menge. Deswegen ist diese Schale super gut geeignet, weil man halt relativ kleine Mengen schnell verfüttern kann und keine 10 Minuten irgendwo da am Spülen und am Auslassen ist. Ja, das ist auch bei anderen Artemia-Lösungen der Fall, dass es schnell geht, aber meistens habe ich festgestellt, dass diese Schale am unkompliziertesten ist. Genau, und die Kleinen gehen jetzt auch super drauf. Und das ist das gesündeste Futter, was ihr Kampffisch-Babys geben könnt. Ich habe euch einmal die Links zu den Produkten in die Infobox gesetzt und würde mich auch freuen über Feedback, ob ihr auch mal die Eier vom Dominik, die Artemia-Eier vom Dominik ausprobiert habt. In diesem Sinne, tschüss!